Ja, und hiermit hallo und herzlich willkommen zum fünften Türchen zum Let's Play Adventskalender. So, gestern war Borderlands 2 dran und heute ist Torchlight 2 dran. Schon wieder eine 2, aber oh, hey. Torchlight 1 habe ich gespielt, ja, aber nicht recht, also nicht wirklich weit. Und Torchlight 2 hatte ich einmal über eine Family Sharing zu spielen gehabt, aber jetzt spiele ich das über Origin Access. Und ich glaube auch nie wirklich lang gespielt, weil, keine Ahnung, nie, also ich glaube nicht, dass ich das irgendwann mal wirklich gespielt habe bis zum Erbrechen. Ich glaube einmal bis Level 5 bis 10 und das war's eigentlich schon. Aber gut, dann würde ich sagen, geht's los. Und hier sind wir dann in der Charaktererstellung. Gerade eben war hier die ganze Zeit in der Bulldogge. Also scheinbar haben wir wahrscheinlich dann noch, also das hat mich schon gewundert. Ich meine, da kann man eine Katze, einen Adler oder sonst irgendwas. Also hier das Ding hier, Rabe, sieht nach einem Raben aus, ja. Ich schätze mal, ich nehme einfach den hier. Lass ihn weniger schlimm aussehen. Ich habe auch gesehen, das Spiel, da kannst du mit Mods spielen, das ist auch recht interessant. Nenn ihn einfach mal Peggy. Ja, Klasse wählen. Ah, genau. Oh, man kann sogar ein Headcrab. Man kann ein Headcrab nehmen, what the fuck. Okay, das hatte ich damals auch nicht gehabt, also da hatte ich viel weniger, hatte ich 3 Stück oder so. Okay. Eine Katze. Ein Hirsch. Oh ne. Ein Frettchen, das ist cool. Der Falke ist cool. Ein Dachs. Ah, okay, dann war das eben ein Falke. Eine Eule. Was gibt's denn noch so? Ein Wolf und ein Panda. Aber ich nehme den Headcrab. Und den nenne ich... Das ist Kevin der Headcrab, genau. Das ist es doch. Wir spielen... ach komm. Ich würde sagen... Ich spiele einfach auf leicht. Einzelspieler. Da wollen wir mal gucken. Das scheint ja jetzt schon recht lustig zu werden. Okay. Tief unter Torchlight wuchs die Finsternis. Drei Helden stellten sich der Bestie namens Ordrak. Doch sein schwarzes Herz überlebte Ordraks Tod. Und es schlägt weiter. Yeah.
Helden fallen und die Hoffnung schwindet, werden neue Helden geboren. Torchlight 2. Gut, das Spiel ist... sieht so geil aus. Das Spiel ist sowas ähnliches wie Diablo. Ein einfaches Hack and Slay. Ich muss gerade nur noch mit der Steuerung eben klarkommen. Ja, was kann man daraus erzählen? Das Spiel ist auf jeden Fall von Runic Games. Ich habe mich aber nicht erinnern, dass es so schön war. Gerade angekommen. Vor der Zeit, wo ich es gespielt hatte. Und das ist schon wirklich sehr lang her. Also ich hatte nur 3 Gefährten oder so zur Auswahl oder 2. Also, wow. Es sieht auch sehr schick aus, das Spiel, muss ich sagen. Ich weiß jetzt noch nicht ganz genau, was wir für eine Klasse da bieten, aber naja. So, für mich ist hier Ende. Ihr müsst weiter zur Enklave der Esterianer. Aber von jetzt an seid ihr auf euch gestellt. Sagt ihnen, dass der Alchemist Torchlight zerstört hat. Und warnt sie, denn er ist auf dem Weg zu ihnen. Wenn er nicht schon dort ist. Ihr habt eine Quest bekommen. Akt 1, die Spur des Alchemisten. Okay. Das ist eine Spur. Machen wir mal. Ein bisschen Gold. Warte mal, kann der Headcrab auch Schaden machen? Das ist geil. Wow. Vielleicht überlege ich mir sogar Torchlight echt noch durchzuspielen. Entweder privat oder im Let's Play, ich weiß es noch nicht. Weil das reizt mich schon noch, das Spiel zu spielen. Eventuell stelle ich dann aber auch mein Bildschirm irgendwie von der Auflösung unter, weil ich spiele die ganze Zeit im Fenstermodus 720p. Das sieht ab und zu ein bisschen dämlich aus, wenn ich spiele. Man, das wirkt alles immer so klein, dass ich das eventuell dann anders mache. Oder einfach nur anfange, den 1080p aufzunehmen. Die Dateien werden zwar dann richtig groß, aber okay, Stufe 2 wird erfordert. Also wäre er fast. So, haben wir noch? Genau, da war nur diese Kiste. Okay. Ja. Wir müssen auf jeden Fall da oben hin. In den ersten Dungeon wahrscheinlich. Weil die Schrift kann ich nämlich nicht lesen. Zur Enklave. Ihr habt an Erfahrung. Das kann ich jetzt nicht lesen. Das ist viel zu klein. Ah, wir könnten ja mal nachgucken. Ja, ziehen wir den an. Ja, der Headcrab scheint auch schneller anzugreifen. Zum Glück. Ja. Oh, damit haben wir alles weggelegt. Gut, dass ihr es geschafft habt. Ich dachte schon, die Raddinger wären mein Ende. Ja. Gib mir mal die Handschuhe. Das müssen wir haben. Bis jetzt macht das echt einen verdammt guten Eindruck, das Spiel. Schön, dass ich das mal wieder spielen kann. Au. Damn. Okay. Alles klar. Noch größere One-Hitten. Okay. Okay, Mana sieht aber ganz schön gut aus eigentlich.
Oh, Kevin, der Headcrab ist auch gut dabei. Okay, die kann man nicht kaputt machen. Kann man... Genau, kann man Werte hinzufügen. Ah, komm, also. Sehr gut. Ich habe auch gesehen, man kann mit Mods spielen. Das würde mich auch mal interessieren, was man da alles machen kann, weil... waren jetzt keine zur Verfügung. Wahrscheinlich muss man dann irgendwo welche runterladen. Leider gab es keine beigelieferten Mods von Origin selbst. Was ich mega cool fände, wenn es mal wäre. Aber vielleicht gucke ich mir da was mal an. Vielleicht finde ich da ja einen oder einen anderen Mod. Was drin sein. So. Darum geht's dann schon weiter. So wäre schon fast da. Ihr seid fachkundiger geworden. Ja, komm, erstmal alles auf Schaden. Würde ich jetzt sagen. Ich werde es wahrscheinlich irgendwann bereuen, aber Schaden ist immer gut. Oh, wir haben einen Totschläger bekommen. Einen Totschläger. Ja, der macht aber weniger Schaden als unsere. Oder warte mal, kann man zwei Waffen? Nee. Schade. Das scheint aber irgendwie, kann man mit W, genau, mit W kann man Waffen wechseln. Ja, es scheint eine Handwaffe zu sein. So, bis jetzt bereue ich es ja nicht auf. Ich meine, ich spiele ja sowieso auf einfach, von daher. Eine Fähigkeit, okay. Okay. Schnellschlag. Oh, komm. Heißt dann sogar nach einer Zeit richtige Fähigkeiten, okay. Ah, ne, das ist ja unsere Linksklickfähigkeit. Rechtsklickfähigkeit, also kann man die wieder entfernen. Na. Na, dann lasse ich es erstmal drin. Boah, nee, das ist mir zu hoch. Ich würde gerne die Controller-Einstellungen ändern. Tja. Ist ja echt mal geil, ey. So, weiter geht's. Okay. Jetzt sind wir schon in dem einen Dorf hier. Also an das kann ich mich noch dran erinnern, ja, aber mehr nicht. Ah, hier oben. Danke für die Warnung, aber sie kommt zu spät. Dieser Alchemist war bereits hier und ist wieder fort. Und ich konnte ihn mit Mühe und Not davon abhalten, in die Enklave einzudringen. Trotzdem wurden dabei viele Isterianer verwundet. Und inzwischen sind ein paar weitere krank geworden. Wir wissen nicht genau, was die Krankheit verursacht. Nach seinem missglückten Angriff zog der Kommandeurin Wegel. Ihr habt eine neue Quest. Eine neue Quest, okay. Na, dann gehen wir mal zur neuen Quest. Gut, dass ihr es geschafft habt. Oh, müssen wir also selbst lesen. Falls ihr auf dem Weg zu der Tempelsperre seid, könnt ihr Hilfe gebrauchen. Was kann man denn so kriegen? Handschuhe, Stiefel und recht gute Handschuhe, so wie sie aussehen. Ihr habt eine neue Quest. Dann gehen wir mal direkt weiter einfach. Um die Quests dann direkt mal fertig zu machen. Oh. Leichte Stiefel, okay. Die haben Sockel, zwei Stück, also... Ich zieh die mal trotzdem an.
Könnten ja mehr mal den Headcrab töten lassen. Hier, komm, greif an. Weil das scheint echt nicht wenig Schaden zu machen. Wow. Der kriegt hier sogar alleine hin. Tja. Das bockt schon auf jeden Fall. Na, wie zerschmettert. Achso, wahrscheinlich das Schild. Okay. Trotzdem wird das Video allerdings heute wirklich etwas kürzer. Das hatte ich allerdings schon gestern gesagt. Ja, und dann war halt... Ja, dann hat es halt einfach gepasst gerade, dass... ja, dass der Akt sozusagen dort vorbei war. Na komm, tragen wir die mal. Tragen wir die mal. Nur das hat einfach nur gepasst, dass der Akt da vorbei war. Und ich glaube nicht, dass ich da jetzt den kompletten Akt fertig spielen werde. Also, ich glaube nicht. Okay. Geschickt 29. Also, tatsächlich kann man auch... andere Waffen tragen, okay. Acht auf Gesundheit. Warte mal, sind das jetzt die, die ich anhabe? Angelegt, ja. Gut. Na, komm schon. Jetzt kommen wir bei vier. Ach, da oben ist jetzt wieder ein Münster. Was haben wir denn da gerade gefunden? Eine Pistole. Alles klar, wir können die halt echt benutzen. Heißt, du bist nicht mal wirklich dazu verpflichtet, die charakterspezifischen Waffen zu tragen. Und wahrscheinlich wird man die ganzen Fähigkeiten nicht einsetzen können, so wie ich sehe. Die ist verschlossen, okay. Ja, ich packe hier mal wieder. Warte mal. Ja, definitiv das Schwert, das ist stärker. Also jetzt haben wir Schild und Schwert und, warte mal, kann man auch beide Waffen? Ja, gut. Nehmen wir so. Gut, dass ihr es geschafft habt. Wer seid ihr und was wünscht ihr? Ich würde gerne die Kiste oben aufmachen. Das würde mir sehr gelegen kommen, aber leider haben wir wahrscheinlich keinen Schlüssel, den wir benötigen. Bin ich mir aber gerade nicht so sicher. Wir müssen auf jeden Fall da weiter, okay. Okay, wir haben noch Fähigkeitspunkte. Stimmt, wir sind gerade eben Level aufgestiegen. Na komm schon. Es ist auch gestern etwas merkwürdig gewesen mit dem Video. Ich habe das hochgeladen gehabt und dann hat das irgendwie noch ewig gebraucht zum Verarbeiten. Das hat fast eine ganze Stunde lang zum Verarbeiten gebraucht. Das ist echt heftig, ey. So, das passen wir mal hier rein. Ein Wegpunktportal, ne, das passt schon. Ah, das geht ja auch. Ist halt schwächer, aber naja, geht. Das geht auf jeden Fall. Ja.
der Angriff jetzt eine andere Vorher war das doch dass er sich irgendwie so aufspreizt hat. Naja. Ja, der Crackbrook hört auf, ne? Das nehmen wir auch. Was haben wir denn hier? Okay, was nehmen wir da? Vampirisch. Seltene Axt. Achso, können wir noch nicht aussuchen. Okay. Ihr habt eine Quest bekommen. Dann gehen wir mal da runter hin. Was folgt mir denn da? Das ist jedenfalls nicht der Headcrab, der da rumspringt. Warte mal, ist das die neue Fähigkeit? Ach, ein Heilungsbot. Ja, geil. Der scheint uns die ganze Zeit zu heilen dann. Das ist natürlich praktisch, mal so ein Teil zu haben. Aufgestiegen, oder? Aha, jawohl. Da ist unser Kuss. Oh, jawohl. Ihr habt eine Quest abgeschlossen. Ja, wir haben die Quest abgeschlossen, sehr gut. Der hat wieder was fallen gelassen. Ach, wir haben aber sogar zwei Waffen gerade, von daher. So, das passt, das passt. Dann ziehen wir das an. Das scheint einhändig zu sein. Das ist schwächer. Das können wir anziehen. Ah, okay. Also. So, und zum nächsten. Mir kommt es echt so vor, als würde die Musik ein klein wenig die von Diablo 2 klingen, beziehungsweise Diablo 1. Mir kommt das gerade so vor, als würde das gerade so klingen wie die Tristan-Musik. Von Diablo 1. Man kann angeln, what the fuck, wie geil. Na komm, angeln wir mal. Na komm. Nichts. Ihr habt nichts gefangen? Okay. Yay! Wir haben einen Fisch gefangen. Ja, cool. Das gibt's auch nicht mal. In so einem Hack and Slay oder so, dass man so nebenbei noch so einen Fisch fangen kann. Ja. Ich würde sagen, da geht's dann wieder oben lang. So, schießen wir auf die
Wahrscheinlich habe ich jetzt schon weiter gespielt, als ich je mal dieses Spiel gespielt habe. Frag mich, wie die Karte aufgeht. Ah, okay. Ja, da oben muss ich hin, ja. Okay, da gibt's eine Möglichkeit. Achso, da geht's auch weiter. Dann gehe ich da lang erstmal. Na komm. Eine Truhe. Und noch eine. Die ziemlich viel fallen gelassen hat. Ein Brunnen. Eine Urne. Jetzt spielen wir hier sogar Legend of Zelda. Es wird übrigens auch nicht nur hier PC-Spiele kommen. Das jetzt nur mal so nebenbei auch noch erwähnt. Es werden auch Emulatorspiele kommen, sprich irgendwelche Game Boy Advance-Spiele, ja, Super Nintendo-Spiele, was auch immer. Also es werden nicht nur der Spiele zu kommen, aber das werde ich nochmal extra sagen, beziehungsweise das werdet ihr spätestens dann sehen, wenn es soweit ist. Eine Kiste da oben, okay. Mach natürlich alles kaputt. Nochmal Geld, eine Truhe. Da liegt, da haben wir was gefunden, okay. Stufe 12 wird vorausgesetzt, okay. Ziehen wir die mal an. Das ist interessant, ja. Und ich habe mir schon gedacht, mein Typ hier kämpft die ganze Zeit mit irgendwelchen Werkzeugen als Waffe, aber zum Glück ja doch nicht. Frag mich, wo das Questziel ist. Weil da wird ja irgendwie nichts mehr angezeigt. Eigentlich ist es ein Boss, der jetzt auftaucht. Wird für mich gerade am wahrscheinlichsten aussehen. Komm, Headcrab. Gib ihm den Rest. Oh. Na. Okay, was ist das? Da lang geht's noch. Okay, 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 okay. Einfach durchbrechen. Nicht genug, Mann. Oh, der hat aber glatt gemacht. Das ist eine Falle. Mein Inventar ist voll. Oh. Mein Gepäck ist voll. Der ist voll. Ach, da haben wir auch nichts mehr. Ein Bogen, okay. Ja, rein theoretisch können wir doch auch Sachen rausschmeißen, oder?
das Halloween geworden. Mein Inventar ist voll. So, war da. Bessere Stiefel. Bessere Schulterschütze. Ringpanzerhandschuhe liegen, ne? Okay. Ringpanzer. Ach so. Ringpanzer Bunthaube. What the fuck? Okay. Deadcrab leuchtet grün, okay. Na, wenn er will. Soll er leuchten. Alles klar. Das war Geld. Nicht identifizierte Hose. Ja, komm. Nehmen wir mit. Wir brauchen unbedingt diese Identifizierungsrolle. Mein Inventar ist voll. Okay, jetzt kommen wir hier wieder rüber zurück. Und scheinbar war es das. Ring. Okay. Ich würde sagen, die nicht identifizierte Sachen sind wahrscheinlich ein bisschen interessanter. Aber ich frage mich gerade echt, wo unser Gegner ist. Beziehungsweise unsere Aufgabe ist. Vielleicht gleich einfach mal. Vielleicht einfach mal mit diesem Portal raus. Und mal die Sachen verkaufen. Wäre vielleicht mal eine gute Idee, ja. Machen wir das mal. Weil die Kiste. Beziehungsweise unser Inventar ist ja recht voll. Okay, da war noch ein Gegner. Oder waren wir jetzt hier schon fertig? Weiß gar nicht. Treppe nach oben. Oh, wir haben jetzt wieder ganz viele Punkte zu ver... Okay. So schnell sind wir die Stufen aufgestiegen. Ich sehe schon gerade. Beim Verlassen irgendwelcher Sachen stürzt das Spiel leicht ab. So. Machen wir das da. C, I, B, keine Ahnung. Das ist unser Haustier. Okay. Ja, da ist jetzt halt so ein Teil dran, aber irgendwie aber auch nicht, weil wir das nicht beenden können. Weil ich aus irgendeinem Grund nicht weiß, was wir da zu tun haben. Okay, mal gucken, was 5 ist. Mein Gepäck ist voll. Stoff, irgendwas mit Stoff, warte mal. Oder vielleicht was anderes wegwerfen. Okay, plus 6 Mana. Ja. Warte mal, ist dieser eine Roboter nicht mehr da? Scheint mir. Sehr gut. Ich laufe jetzt erstmal straight zurück und dann gucken wir mal. Ich meine, das macht irgendwo Spaß, aber es ist irgendwie auch verwirrend teilweise. Na, darum. Bring mich zurück. Gut, dass ihr es geschafft habt. Ja. Unser Inventar ist voll. Ja, liegt einfach am Boden, okay. Ja. Seid mir willkommen. Kann ich das nicht...
Ich stehe zu Diensten. Verkaufen. Oh. Okay. Das brauche ich nicht. Das scheine ich nicht mehr zu brauchen. Das brauche ich nicht. Nope. Nope. Das behalte ich noch. Brauche ich nicht, brauche ich nicht, brauche ich nicht. Giftpanzer, Fokus und sonst irgendwas. Das lassen wir erstmal. Das ist auch erstmal für uns. Weg damit. Okay. Das Ding ist sogar stärker als unsere. Aber wir machen mit unserer Waffe, ich weiß jetzt gerade nicht, und körperlicher Schaden 84 bis 130. Schwierig. Die Range ist da höher. Ach komm, verkaufen wir einfach. Das will ich nicht, das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Behalten wir noch. Okay, die Krallen will ich echt mal ausprobieren. Das brauchen wir eigentlich nicht. Das ist unser Lager, okay. Gemeinsames Lager. Wie sieht's hier aus? Wie kann ich helfen? Waffen, okay. Ich hätte aber gerne eigentlich mal alles identifiziert. Braucht ihr etwas? Oh, nee, da brauche ich nichts. Ja. Ah. Okay. Ja, das Ding macht dann auch schon sehr viel. Wobei, 54. Körperlicher Schaden, 52 bis... Ja, wobei, da ist der Schaden pro Sekunde schon höher. Ja, mal gucken. Okay, das können wir noch nicht tragen. Die legen wir mal beiseite. Ja, das können wir verkaufen. Ich hätte gerne noch ein paar von denen. Okay. Vitalität müsste ich mal aufstufen. Seltenes Schwert, Fernklinge brutal, okay. Ja, Stufe 13 brauche ich dafür. Ist das jetzt auch Einhand? Warte mal, ich will mal nachgucken. Ja, geil. Das ist auch Einhand. Wow, okay. Das heißt, das Ding kann ich immer noch nutzen. Und das kann ich verkaufen, okay. Seid mir willkommen. Tschüss. Vielleicht kriegen wir hier ein besseres Schild. Ja. Wo haben wir denn mal was Besseres hier? Fokus. Können wir uns allgemein mal hier so ein Oberteil kaufen. Tragen wir ja gar nichts. Kaufen. Einmal Waffen wechseln. 5. Okay. Das Schild scheint gar nichts. Okay, das Schild ist schon. Das hole ich mir jetzt einfach mal. So. Damit scheinen wir ja mehr Schaden zu machen. So, aber ich würde sagen,
Wir probieren jetzt nochmal die Waffen aus, um zu gucken, ob das jetzt alles hinhaut. Und dann wird wahrscheinlich schon Ende sein. Weil ich auch nicht mehr besonders viel Zeit habe, das hier alles bis 12 Uhr fertig zu machen. Und allgemein, es muss nicht jedes Spiel wirklich knapp an die Stunde gehen. Ich sagte ja zwischen 30 bis 60 Minuten. Und ja. Wie gesagt, ich verstehe gerade das Spiel sowieso nicht. Was haben wir denn hier? Nehmen wir mal an. Achso, ne, das hat man sogar angenommen. Wir probieren die Waffe erstmal ein bisschen aus. So, die geht ab. Ach, das ist ja sogar ein stärkerer Gegner, okay. Alles klar. Das geht schon nach vorne, ja. Für eine Einhandwaffe. Geht das schon gut ab, ey. So, welche Schuppen waren wir? Fast Level 8, okay. An Ruhm gewonnen. Okay, was ist Ruhm? Komm, mach die Stufe voll. Also scheinbar wird echt durch das Zerschmettern das Schild kaputt gemacht. Okay. Okay. Da kommen wir scheinbar noch gar nicht durch. Und was? Also da gibt's noch wahrscheinlich, also da gibt's noch gar keinen Durchkommen. So. Da gibt es nichts mehr. Ist aber auch echt interessant. Die Höhle hatte ich ja eigentlich durchgelaufen. Nur verstehe ich nicht, warum da noch irgendwelche Sachen drin waren. Also immer noch angezeigt wird, dass da die Mission ist. Ihr seid fachkundiger geworden. Jetzt gucke ich mal auf die Rüstungen. So, Vitalität auf jeden Fall, okay. Hier stand doch irgendwas mit Fokus auch, ne? Ja, wir machen erstmal Vitalität. Alles da drauf. Vitalität 26. Okay, dann machen wir mal Vitalität 26. Ja. Okay. Das war ein Sockel, okay. Aber für den Giftschaden. Also, wenn das jetzt wirklich eine... Ja. Jetzt die Frage, ne? Sehr hohes Angriffstempo. Scheint eine Einhandwaffe zu sein. Gut. Ja, ich, wie gesagt, ich glaube, das mache ich mal. Ich mache jetzt erstmal Ende. Steht aber auch sowieso betreten. 10 bis 12. Beschützt den Wächter. Ja, aber was für ein Wächter? Ich habe da nichts gesehen dort. Niemanden. Und da schon wieder keine Rückmeldung am Start des Spiels. So. Wo ist denn der Wächter? Wenn mir mal jemand sagen würde, wo der auch ist, dann kann ich damit auch sehr viel mehr anfangen. Vielleicht schaffen wir den Wächter noch. Ich meine, ich bin die ganze Zeit am sagen, so ja, jetzt machen wir langsam Schluss. Weil langsam ist ja auch, ist ja nicht mehr so viel bis Dingens, sind ja noch 15 Minuten. Bis zur 60. Minute hin. Ah, ich sehe gerade, zu der Seite war ich noch nicht. Ich verstehe es nicht.
Okay, der muss das Schild erstmal wieder zerschmettern. Okay. Aha. Treppe nach unten. Das macht's natürlich, ja. Das macht natürlich jetzt alles Sinn. Wenn man da unten hin muss. So, einen nach unten. Na, komm schon. Nerv mich nicht mit dieser keine Rückmeldung hier. So. Heil mich. Ich scheine vom Level her echt noch nicht wirklich hier. Ich glaube, ich sollte hier noch nicht wirklich hin. Warte mal, was ist, wenn ich hier drauf drücke? Hm, keine Ahnung. Ich laufe da jetzt einfach mal straight rum. Ich meine, wir kommen scheinbar immer näher dran an unser Ziel. Na, komm. Ah, geht doch. Cool. Geschafft. Ah, der Headcrab hat da rum seine Lebensanzeige. Okay. Ihr seid fachkundiger geworden. C. Einmal C bitte. So. Jetzt kann ich auch die seine Hose hier tragen. Und die auch. Okay. Ich kann tatsächlich das Schwert anziehen und es ist einfach echt eine Einhandwaffe, okay. Ja, 86, komm, machst du noch da den Zack drauf. Und das ist verdammt schwer, schnell, okay. Was ist, wenn ich die Keule in die andere anlege? Oh, ich kann sogar seine dicke Schild tragen jetzt. Okay. Bringt wahrscheinlich nicht so viel, weil die wahrscheinlich weniger Schaden holen konnte. 104056, ja. Wusste ich's doch. Dann nehme ich die Hand einfach. Die andere Variante mit dem Schild. Weil die Waffe scheint ja jetzt nicht mehr wirklich extrem vonnöten zu sein. Warte mal. 76, 73. Ja, mein Gott. Okay. Gürtel, Eispanzer, Feuerpanzer. Ziehen wir einfach mal an. Okay. Ja, dann sind wir jetzt schon bei den 50 Minuten angekommen, ne? Und hier ist immer noch kein Boss weit und breit. Oh doch, hier.
Scheinbar ist das jetzt der Boss. Wenn ich ihn besiegt habe, dann werden wir ihn machen für heute. Also für die Aufnahme zumindest. Okay. Interessant. Alles klar. Nicht gut, Ted, wir müssen bald nicht da oben. Ich bin halt einfach nur. Euer Begleiter ist verwundet. Euer Begleiter ist geflohen. Das Pet könnte uns überleben. Euer Begleiter ist geflohen. Unsere Aufgabe ist erledigt. Dein Gepäck ist voll. Okay. Gut, dann schmeißen wir mal. Ja, was soll ich wegschmeißen? Das Schild, ne? Für das Kurzschwert. 79. So, aber jetzt ist die Sache. Verzaubertes Schwert. Wow. Aber wegen Giftschaden macht das jetzt sogar noch viel mehr Schaden, okay. Aber eigentlich. Ja. Wird wahrscheinlich. Ja, ist eine Flammenklinge brutal und dann. Ne? Okay. Dann gehen wir mal darunter. Eine Brusttruhe, okay. Was liegt da? Eine Brustrüstung, okay. Flammenblutstein. Mein Inventar ist voll. Ja. Feuerschaden, okay. Dann. Ich weiß nicht, wer ihr seid, aber ich bin froh, dass ihr da seid. Wir kamen dazu, als der Alchemist die Wächterin überwältigte, aber es ging alles zu schnell. Wir konnten ihn nicht aufhalten. Der Alchemist war gerade fort, da kamen Grell und seine Horde. Seit Jahren hatten sie versucht, hier einzudringen und Beute zu machen. Der Angriff des Alchemisten bot ihnen die erhoffte Gelegenheit. Okay. Die Suche nach einem Heilmittel gegen den Pesthauch des Blutsteins hat den Alchemisten an den Rand des Wahnsinns gebracht. Er hat mir Energie entzogen, um Ordraks Herz zu stärken, das durch die Zerstörung von Totschreit geschwächt war. Mit der Kraft der Wächter könnte Ordraks Herz allen Blutstein vernichten. Vielleicht spricht er sich davon ein. Der Alchemist muss weitere Wächter angreift. Da haben wir wieder so eine Schraubenschlüssel. Gut, dann würde ich sagen, das war's erstmal für heute, für das heutige Türchen. Wir sind auch wieder an unseren knappen, ja, 55 Minuten angelangt. Plus, minus 1, 2 Minuten. Aber ich würde sagen, danke fürs Zusehen. Bis morgen wieder zum nächsten Adventskalender-Türchen auf meinem Kanal. Ciao.